Willkommen zurück, liebe Leute, liebe Gemeinde. So, jetzt habe ich auch wieder schön draufgeklickt. Und da ich das letzte Mal die Aufnahme schnell noch beenden musste, nehme ich mir jetzt wieder etwas Zeit zum Erklären, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir hatten, wie hier noch schön ausgewählt ist, Human and Thief gewählt. Human als Race, Thief als Class. Und das haben wir geschafft. Und haben damit die Klasse Rogue freigeschaltet. Aber nicht nur das, wir haben auch Snake Pit und Gauntlet geschafft. Ja, was, nicht geschafft. Wir haben es auch freigeschaltet. Wenn wir diese dann auch schaffen, die haben dann verschiedene, zumindest Gauntlet hat mehrere Levels, dann kann man auch noch andere Sachen freischalten, wie hier. Beat the Snake Pit Challenge Dungeon with any character to unlock this bonus class. Man muss immer... Es ist 4 Uhr morgens. Ja, ich habe keinen Bock zu schlafen, deshalb mache ich das hier. Ja. Ja, wie gesagt, man muss immer irgendetwas machen. Beat the Crypt, das haben wir noch nicht. Das ist, glaube ich, auch hier. Hier ist das. Was müssen wir dafür eigentlich machen? Complete the standard dungeon at least once with every Tier 2 Character. Ach so. Tier 2, das ist diese Reihe. Das wird etwas dauern. Ja. Beat the Library. Die ist... Hä? Wo zum... Wo ist das? Ach so, hier. Gut. So, jetzt ist die Sache, mit wem machen wir jetzt weiter? Priest and Dwarf. Damit kriegen wir Maximum Health Bonus. Und mit dem Priest, good health, good drink, good golly. Golly? Ja, golly. So, machen wir nochmal das Normale weiter. Und normalerweise sollte hier eigentlich auch Sound kommen, aber irgendwie macht das Spiel das nicht so richtig mit. Egal, dann machen wir so weiter wie gehabt. Und jetzt spielen wir quasi auch mal richtig schön auf Tank. Das können wir noch gebrauchen. Weg damit. Ich brauche jetzt endlich nur noch einen kleinen Bonus. Ja, das geht. Das war jetzt übrigens auch schon einer der Gegenstände. Komm, dich kriegen wir. Genau. Das war gerade einer der Gegenstände, die jetzt hinzugekommen sind, weil wir beim letzten Mal den Lord Gob besiegt haben. Den Herrscher der Goblins. Der Herrscher der gähnenden Leere. Es ist spät. Ach Gott, ich hoffe einfach, dass ihr nichts dagegen habt, dass ich hier euch hin und wieder wahrscheinlich entgegengähne. Ja, Frank the Zombie ist wieder da. Es wird Zeit, uns zu rächen. Wenn wir hier... Ah, toll. Wie viel Schaden machen wir? Wir machen 8. Das heißt insgesamt 16, oder? Ja, 16. Das reicht nicht ganz. Das ist schade. Ich brauche aber jetzt gerade... Passt das dann? 16. Damit passt das aber. Treffer. Treffer. Stirb. Stirbe. Jetzt haben wir auch wieder mehr Mana. Ach Quatsch, mehr Lebenspunkte, mehr Angriff. Der, das Negative vom Blutsiegel hat sich, glaube ich, sogar direkt aufgehoben. 12 macht 24. 24 ist da. Das passt nicht so ganz. Nee, nee, nee. Ah, die haben ja alle zu viele Lebenspunkte. Das ist nicht so schön. Der hat mir First Strike. Noch so einer. Mami, hier ist nix. Hilfe. Ah, da. Pactmaker, ja, sicher. Pactmaker ist toll, finde ich. Hier, Was so? Wieso kann ich. So.
Weil hier kann man mehrere Sachen dann machen, die gähnende Leere, die einfach, finde ich, sehr praktisch sind, egal mit welchem man gerade spielt. Das ist nämlich Experience, Learning, Mana und ein Health Boost. Je nachdem, wie viel Piety man hat, kann man diese dann auch auswählen. Ach Gott. Ja, das würde nicht passen. Aber dich können wir aufnehmen und in Lebenspunkte umwandeln. Die haben mir auch zu viele Lebenspunkte. Und irgendwie kriege ich das jetzt so nicht hin. Dann kloppen wir uns durch. Binlo Iron Shield. Wofür war der nochmal? Eieiei. Seid ihr eigentlich auch so nachtaktiv wie ich? Weil ich bin des Öfteren auch mal so um diese Uhrzeit hier noch aktiv am Rumrödeln. Zack. Weiterer Goblin in die Untiefen gestürzt. Abgekackt ist er. Elendig verreckt. Wie es sich gehört. Kloppen wir jetzt dem auf die Nase. Weil das kriegen wir auch hin. Sehr schön, jetzt haben wir 58. Das heißt, wir können Learning holen. The Pactmaker will grant you extra experience per kill. Und das ist sehr wichtig und sehr praktisch. Tut mir leid wegen dem Gähnen. Ich weiß nicht. Ich habe gestern einfach zu früh gepennt. Das war definitiv zu früh. Wir machen jetzt 20 Schaden, das heißt, wir machen da 40. Das heißt, er hat noch 32. Das heißt, wir kriegen das nicht hin. Bei dir passt das. So, wir sind jetzt auf Stufe 6, machen damit auch wieder mehr Schaden. Jetzt können wir dem auf die Nase hauen. Zack. Kloppen wir denn jetzt als nächstes? Wir sind Stufe 6, irgendwas Stufe 7-mäßiges hier. Sehe ich leider nicht. Dann kloppen wir uns hier durch. Durchkloppen. Puff. Ach, da ist ja gar nichts mehr. Brenn, du Fleischmann. Dafür bist du da. Du sollst gebraten werden. Hähnchen süß-sauer. Habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, das kriegen wir hin. Toll. 8, 8, 8. Da ist ein Achter. Den kriegen wir gebrutzelt, nehme ich an. Jawohl. Und es ist toll. Ich mag Soße. Ja, Lebenspunkte. So, aufladen. Jetzt brauche ich aber. Na, das wird auch passen. Zack. Zack. Im späteren Verlauf, je nachdem, wie weit man das spielt, muss man da höllisch aufpassen. Weil manchmal ist man einfach so sehr in der Routine drin, dass man denkt: Oh ja, das kriege ich locker hin. Ach ja, das habe ich ja schon x-mal durchgerechnet, das geht locker. Und plötzlich kommt da von der Seite noch was und puff, das war es mit den, na ja, das ging ja einfach. Puff, 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 puff. Machen wir alles kaputt, puff. Puff. Ja. Oh, wir haben 93 Piety, die sollten wir mal nutzen. Maximum Mana, nee. Oder? Also die kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Holen wir uns erstmal die Lebenspunkte. Dann kloppen wir uns hier weiter.
da und da. Ihr habt alle keine Daseinsberechtigung. Paf, paf, paf. Ihr müsst alle sterben. Denn bald ist es soweit. Hoffentlich sind hier noch Gegner, sonst... Ah, verdammt, jetzt wird's... Kriegen wir das noch hin? Ach, da war ich noch nicht. Wanna fight! Weg damit. Das kriegen wir so nicht mehr hin. Außer wir kriegen jetzt durch diesen Kampf noch Piety. Und das ist nicht der Fall. Uns fehlt noch eins. Ach, scheiße. Ach, verdammt. Hier will haben, aber geht nicht. So, dann müssen wir das opfern. So, so. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Und kaputt. Das ist die Revanche dafür, dass du unseren Menschen kaputt gehauen hast. Paff. For slaying the boss with this class, you have unlocked the following extra features. New items. Chops will now randomly stock slightly more... Gainful items. Nee, powerful items. New class. You now have access to the monk class. A hand-to-hand combatant with remarkable constitution and durability. New enemy dungeons will now randomly spawn serpents. Their bite can poison heroes and prevent regeneration. Das wird auch ziemlich nervig sein. Ja, und jetzt können wir hier noch doof rumrennen, wie wir lustig sind. Nee, 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 nee. Übrigens kann man sich nicht nur mit den Pfeiltasten ja, genau, jetzt... Ich nehme alles schon vorweg. Man kann sich nicht nur mit der Maus bewegen wie ein Bekloppter, weil das geht einfach meiner Meinung nach viel schneller, sondern man kann sich auch durch die Weltgeschichte klicken mit den Pfeiltasten. Brrrrt. Allerdings hat das das Problem, wenn man einmal zu oft drückt und dann steht da ein Gegner, dann meep, ist man tot. Dann war es das auch schon wieder. Und ironischerweise haben wir jetzt nach diesem Kampf mit dem Endgegner hier noch Piety bekommen. Egal, retire. Das haben wir auch geschafft. Holier than draw. You earned more than 100 Piety. Das ist doch toll. So, jetzt machen wir den Wizard. Wizard, was kann der? Can see location of all glyphs. Ja, okay. Skill cost one mana less attack. Ja, das ist schade. Wir haben dafür, können die Zauber günstiger wirken. Allerdings ist unser Basisschaden verdammt schwach. Magic Attunement. Eine Glyphe mehr und einen Glyphen-Slot mehr. Das ist auch gut. So, nur die Frage, was nehmen wir jetzt? Jetzt. Mana-Bonus oder... Ach, nehmen wir das. Wir nehmen jetzt einen Elfen-Wizard und damit versuchen wir uns... durchzukloppen. Mana Pendant. Ja, warum eigentlich nicht? Stufe 2 Gegner ist hier noch nicht. Zip, 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 zip. So. Das ist sehr schön. Nur bringt uns das so noch nicht so viel. Grants you First Strike. Brauchen wir nicht. Let me see. Brauchen wir nicht. Wanna fight? Brauche ich noch nicht, will ich hoffen. Weil es wirkt auch... Oh, Super Meat Boy, hallo! Wir können dir 12 Schadenspunkte machen. Dann hast du immer noch mehr Lebenspunkte als wir, das ist nicht toll. Ah, wir sind als Zauberer so elendig schwach. Das ist schlimm. Glowing Guardian, oder? Wir nehmen... Piss off! Teleports an enemy to a random point in the dungeon. Übrigens, sehr toll gemacht, der Name von dem Zauber. Piss off! Piss off! Verschwinde! Geh mir aus der Sonne. Geh mir aus dem Licht. Ich finde keinen passenden Gegner.